diese Kombination aus Tradition, alten Gebäuden, alten Gemäuern und hypermodernen Anlagen, das ist eigentlich das Besondere für Hackelberg. Also eigentlich das Bodenständige und trotzdem das sehr Moderne. Also die absolut mit Abstand größte Sorte ist das Urhell. Also das normale helle Bier, also mit weitem Abstand. Das ist halt das typische Bier auch in Bayern. Der nächste größere Sorte ist dann Festbier, ist bei uns sehr stark, und dann ja, Weizenbier auch noch. Aber die sind die eigentlich die Fest, das Urhell ist das mit Abstand größte Sorte. Es ist ein sehr mildes Bier, es hat wenig Bittere. Das ist eigentlich der große Unterschied zu den Mitbewerbern, dass man also etwas weniger Hopfenbittere mit drinnen haben und eben dass dieses etwas süßliche Runde, das ist eigentlich das so, wie es die Brauerei auch haben möchte. Es geht los beim Wasser, da hat jede Brauerei seinen eigenen Brunnen, sein eigenes Wasser. Dann der Hauptunterschied ist einfach immer die Technologie, die wir einsetzen. Also Sie haben gesehen, die Brauerei ist sehr modern, das macht auch einen gewissen Unterschied. Und dann eben die eingesetzten Rohstoffe, dieser Wechsel oder diese Mischung der Rohstoffe, die man einsetzt. Ich kann es einschätzen, aber nur zu diesen Dingen dürfen wir offiziell absolut keine Zahlen geben. Also wenn Sie jetzt, so wie es wir produzieren, müssen Sie vom Sudhaus bis zur Filtration oder bis zur Abfüllung, sind es Minimum also 6 Wochen. Also es ist Sudhaus ein Tag, dann eine Woche Gärung, dann Minimum 4 Wochen. Und wie gesagt, je nach Biersorte, immer Bockbier bis zu 2-3 Monaten. Wir haben für die reine Bierproduktion eigentlich nur 12, 13 Leute. Also für die reine Produktion dann 1, 2 Handwerker. Aber da ist die Bandbreite sehr groß, aber wir haben relativ, so haben Sie gesehen, sehr modern ausgestattet. Aber das ist so die maximale Möglichkeit, wie man Bier brauen kann. Also mit diesen 12, 13 Leuten ohne die Abfüllung. Abfüllung kommt nur dazu, also da brauchen Sie mindestens 5 bis 7 Mann, um das Ganze dann noch laufen. Also so in unserer Größenordnung, denken wir mal 20 Leute in so einem Betrieb. Dann haben Sie es aber nur produziert, dann haben Sie es noch nicht beworben, nicht ausgeliefert und nicht verwaltet. Also das ist, aber da gibt es keine. Es gibt Einmannbrauereien, wenn Sie eine Gasthausbrauereien haben, das kann ein Mann machen im Prinzip. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also Sie können es mit jedem Schnellkochtopf Bier produzieren. Entscheidend ist eigentlich nur, es ist ja auch früher, sage ich mal so, wie es die ganze Technologie nicht gegeben hat, die Gärung geht automatisch. Meistens brauchen Sie nicht einmal Hefe, weil in der Luft so viel Hefe ist, dass es loslegen würde. Das Hauptproblem ist einfach das, Sie werden Probleme haben, das zu filtrieren. Also werden Sie es wahrscheinlich in der Tür drüben machen und das zu kühlen. Das ist immer das Hauptproblem beim Bier produzieren, aber das funktioniert ohne große Probleme. Alkoholfreies Bier wird mit 2 verschiedenen Varianten hergestellt. Einmal wird eine bestimmte Hefe verwendet, die weniger Alkohol produziert. Und der Alkohol, der noch drin ist, wird dann entalkoholisiert, und zwar meistens thermisch in irgendeiner Form, also wird Alkohol entzogen. Oder es gibt eine andere Variante, also es wird ganz normales, helles Bier gebraut oder Bier gebraut, und dann wird eben der Alkohol zu fast 100% entzogen wieder. Das sind meistens auch thermische Verfahren oder eben über so Osmoseanlagen, wo einfach der Alkohol rausgeholt wird.